Hey und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie man vielleicht am Thumbnail gesehen hat, habe ich einen Karton bekommen mit ein paar Sachen drin. Und ja, da schauen wir jetzt mal rein. Beziehungsweise, ich habe da mal was vorbereitet, ne? Oh, 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 eine ganze Menge, da ist irgendwas runtergefallen hinter mir. Ja, Netzteile, Mainboards, CPUs, Arbeitsspeicher, Grafikkarten, sogar ein billiger Hardware-RAID-Controller und IO-Blenden. Ich glaube, ich habe das gerade ein bisschen komisch vorgeführt, als würde ich das langweilig finden. Aber nein, das tue ich nicht. Diese Dinger sollen alle funktionieren, hat er mir gesagt. Aber weil ja auch sowas dabei ist, ne? Ich meine, kann man machen, keine Frage, aber ne? Oder hier, wo die Kabel für Lüfter fehlen. Ich weiß gar nicht, wo die hingehen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob die funktionieren, ein Bild machen und so weiter. Und hier. Naja, also man muss dazu sagen, ich habe den Karton schon längst weggeräumt, weil wir vor ein paar Tagen Papiermüll gehabt haben und weil ich hier endlich alles an Papa raus haben wollte, habe ich den Karton davon auch mit weggeschmissen und das war eigentlich nur mit Zeitung eingepackt, deswegen weiß ich nicht ganz, ob hier alles funktioniert und wir hier mal schauen, das war ein bisschen unfreundlich verpackt, sage ich jetzt mal, aber wir können ja immer noch hoffen, sowas muss nicht kaputt sein. Womit fangen wir denn jetzt an? Also beginnen wir mal mit diesem Shakun WPM 600. Das dürfte wohl ein 600 Watt Netzteil sein, wie es draufsteht. 80 plus Effizienz, wahrscheinlich Bronze, wenn es nicht anderes deklariert ist. Beziehungsweise noch eine kleine Stufe unten drunter. Dürfte schon etwas älter sein. Aber die Essentials haben wir hier dran. Zum Beispiel für Grafikkarte, okay. Fürs Mainboard Strom. Nochmal fürs Mainboard, aha. Ja, das ist manchmal das Problem an solchen modularen Netzteilen, wenn man die Kabel verschlammt oder sie erst gar nicht braucht und dann schmeißt man sie später weg. Aber, das heißt, man muss sich selber hier nachher sein Pinout basteln, das wird aber auch wohl klappen. Ein bisschen dreckig, aber das ist ja nicht schlimm. Dann haben wir hier ein A-Open 350 Watt Netzteil. A-Open habe ich schon mal gehört, aber die haben, glaube ich, oh, das ist ein bisschen leichter, okay, okay, dann müssen wir das mal. Was zum? Dann haben wir hier ein LC-Power-Netzteil. Ja, die typischen 420 Watt-Dinger. Ja, okay. Und natürlich meine Lieblingsnetzteile von FSP Group mit 350 Watt. Ich habe übrigens gerade mal nachgeschaut. Diese IO-Blenden, die dabei sind, die passen zu keinem der beiden Mainboards. Also ich habe eine Sammlung da unten drin. Das heißt, vielleicht könnte ich ja eins finden, eine IO-Blende finden, die gerade so eben passt. Und wenn es jetzt um, sage ich jetzt mal, ein USB-Paar geht, was man dann noch da rausschleifen müsste, dann kann man das natürlich auch tun. Ich habe das Ding hier noch gar nicht gezeigt, ne? Guckt euch das an, wie cool ist das denn bitte? Du kannst das Ding immer dabei haben, ne? Das ist, wenn man das zusammenklappt, so groß wie ein halbes Portemonnaie quasi, ne? Und hier hast du ein paar Bits drin, dann kannst du das Ding in der Hand nehmen und zack, mal eben was losschrauben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Das packe ich mir, glaube ich, direkt in den Rucksack, wenn ich mal irgendwo hinfahre, damit ich auf jeden Fall Werkzeug dabei habe. Und der Vorteil ist, das Werkzeug fällt so gar nicht raus, aber ich könnte mir gut vorstellen, sobald man dann nach oben geht, zack, hast du den Bit in der Hand und kannst ihn dann da reinstecken. Und dann natürlich auch andersrum wieder hinein. Ist jetzt mit einer Hand schwierig, klappt aber auch. Ja, sehr lieben Dank dafür, das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich meine übrigens dieses Werkzeugset aus dem Augenwinkel vorgestern bei einem Expert mal gesehen zu haben. Wer es nicht kennt, ist sowas wie Mediamarkt, da wollte ich eine Speicherkarte kaufen. Die hatten nur eine von Intenso und dann musste ich mich damit zufrieden geben. Aber ne, wer sowas haben will, ich glaube, man findet es da. So, wir beginnen mal mit diesem A-Open-Netzteil. Also, die haben mal Webcams hergestellt, glaube ich, aber oh, und ich mag das nicht, wenn wir hier keinen Schalter haben. SATA-Anschluss haben wir leider nicht drauf. 230 Volt, okay. Ich hätte nämlich keine Lust, dass hier was in die Luft fliegt. So. Oh, das ist mal laut. Aber es wird leiser, zum Glück. 11,8 Volt. 5 Volt. Sieht soweit in Ordnung aus. Packe ich mal kurz hier eine fiktive Ladung dran. Daraus wären dann 11,6 Volt. Würde ich sagen, allerhöchstens ein Office-PC. Ansonsten müsste man auf jeden Fall vorher nochmal sauber machen. Was sagt das FSP Group Netzteil? 11,9 Volt, 5 Volt und 5 Volt, 11,9. Das sieht sehr gut aus. Zack, sind wir bei 11,7. 11,8. Na gut,
weil ich die Dinger kenne, sage ich, ja, ist in Ordnung. Ist auch nicht allzu dreckig. Ja, auf jeden Fall, das Ding benutze ich gerne. Den ziehe ich mir gerne rein. Und was sagt unsere Lieblingsmarke LC Power? Piep, piep. Okay. PG 0 Millisekunden. Also gut zu wissen, dass es schon mal piept, wenn irgendwas außerhalb der Toleranz ist. Oh, geht auf 11,3 Volt runter, wenn ich hier etwas anschließe. Das Netzteil macht komische Geräusche und das hier ist, glaube ich, nur eine Lampe mit 50 Watt oder sowas. Eine kurze Recherche gerade hat ergeben, dass PG in diesem Falle für Power Good steht. Und das ist ein Signal, was vom Netzteil kommt, offensichtlicherweise. Und wenn das Mainboard kein Power Good Signal bekommt, dann geht es entweder nicht an oder geht direkt wieder aus oder in Betrieb aus, was weiß ich. Das ist dann scheinbar eine Sicherheitseinrichtung. Dann würde wahrscheinlich dieses Netzteil höchstens ältere Mainboards zum Funktionieren bringen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses Netzteil hier sagt. Ist ja klar fürs Gaming ausgelegt. Piep, piep, okay. 12 Volt, 12 Volt, 12 Volt, 12 Volt, passt sehr gut. Minus 12 Volt hat auch eine Toleranz, aber das könnt ihr gar nicht sehen. Das tut mir wirklich sehr leid, da müsst ihr mir glauben, was ich da gerade vorgelesen habe. Wir sehen auf jeden Fall ganz schwach, 12 Volt ist 12 Volt, so wie es sein soll. Und das hier kann ich so gerade gar nicht testen. Dann muss ich eins von diesen Kabeln entfernen. Das macht dann einen Drop auf 11,8 Volt, beziehungsweise 11,7. Ja, kannst du so nehmen. Und jetzt, wo wir wissen, dass dieses Netzteil, auch das stärkste, funktioniert, können wir damit auch die anderen Grafikkarten testen. Da fällt mir nur gerade mal auf, richtig schlau, es gibt auch manche Netzteile, wo dann einmal wirklich ein komplettes 8er-Kabel, 8-Pin-Kabel rauskommt und dann einfach nur ein einzelnes. Also so kann man auf jeden Fall ein paar Pfennig sparen bei der Produktion. Ja, dieses Ding hier habe ich hier gesucht. Das ist ein Adapter von SATA Strom auf einen 6-Pin-Grafikkartenanschluss. Ich würde sagen, einen davon kann man in seinem System verwenden, aber wirklich auch nur einen davon, weil wenn das Netzteil schon nicht darauf ausgelegt ist, dann kann man es auch gleich sein lassen. Und wie gerade schon gesagt, den packe ich nur aus, damit wir gleich auch eine Grafikkarte hier testen können, wo ein Anschluss fehlt. Mir ist gerade eine Sache aufgefallen bei diesem Mainboard. Es ist ja scheinbar ein OEM-Mainboard von Acer. Hersteller dürfte vielleicht MSI sein. Da haben wir diese typisch gelben, hässlichen USB 2.0 Anschlüsse. Aber vielleicht auch Foxconn. Wenn man genau das Mainboard haben möchte, sind die Dinge auch scheiße teuer, weil sie als wirklich ein Mainboard für einen PC verkauft werden. Für genau die Person, die genau dieses eine Mainboard sucht. Deswegen müssen wir uns jetzt eine Möglichkeit suchen, wie wir den PC starten. Hier steht LEDH1 dran und ansonsten nichts. Dann steht ja immer vielleicht FP-Con oder so für Frontpanel-Connector oder irgendwas in der Art. Aber jetzt müssen wir ein bisschen gucken hier. Oder warte mal, haben wir hier eine Modellnummer drauf? In meinem Falle war jetzt auf der Unterseite eine Modellnummer gewesen für das Mainboard, nämlich MIH67. Und dann habe ich dazu das Stichwort Manual eingegeben und zack, kam hier auf Manuals Lib ein Link zum Vorschein für einen Acer Aspire M3920 und das ist die Anleitung dazu. Und hier steht Front Panel Header und Pin 5 und Pin 6 müssen überbrückt werden, damit wir dementsprechend das Mainboard starten können. Aber das ist eine verdammt gute Anleitung, auch wenn man noch nie einen PC zusammengebaut hat. Hier wird nämlich genau beschrieben, an genau diesem PC, wie man den auseinanderbaut. Und wir haben sogar einmal eine Service-Historie, wie beim Auto quasi. Ja gut, 3 Einträge sind jetzt nicht viel. Hier wird das BIOS beschrieben. Komplett. Was passiert, wenn man was macht, was man auswählen kann. Also, ne? Für jemanden, der sich nicht auskennt, wirklich super. Also sollte man sich auf jeden Fall mal runterladen und anschauen. Vielleicht hat man ja genau sogar diesen PC. Da kommt das Ding nämlich her. Und für alle 3D-Drucker-Besitzer unter uns könnte man hieraus vielleicht sogar mit dem 3D-Drucker eine passende Leiste ausdrucken. Vielleicht. Man kann die mit Sicherheit auch nachkaufen, aber ne, voll cool auf jeden Fall. Das war ein sehr gutes Beispiel, aber man findet solche Dinge nicht immer. Wenn ich jetzt allerdings alles richtig gemacht habe, ne, dann dürfte ich ja hier drauf drücken und dann dürfte das Ding einschalten. Tada! Passiert nichts. Ah, siehst du, ich bin einen zu weit nach... Ja, ich bin 3 nach links gesprungen, hätte aber
zwei nach links springen müssen, von diesem Not Connected Pin aus gesehen. Aber gut, dann schauen wir mal. Wir haben hier einen Pieper drauf. Das heißt, entweder piept er jetzt. Der macht zuerst mal gar nichts. Also, ich habe ja mal ein Video gemacht. Hilfe, mein PC macht kein Bild. Das wäre vielleicht mal ganz schlau anzuschauen. Da nehme ich nämlich auch das Wissen her, was ich jetzt zeige, beziehungsweise eher andersrum. Ich wusste es ja schon vorher. Ich nehme einmal die BIOS-Batterie hier raus. So, dann können wir gleich gucken, ob die vielleicht leer ist. Es gibt manche Mainboards, die dann nicht hochfahren möchten. Und dann können wir den Arbeitsspeicher einmal rausnehmen und gleichzeitig auch überprüfen, von welcher Größe der ist. Es sind nämlich 4x2 GB, dreimal dieselben, möchte ich behaupten. 1060U. Und der hier ist 1333. Vielleicht wurde der PC ja mit 6 GB RAM verkauft. Kommt wahrscheinlich aus der Ära 2011, 2012, irgendwas. Durchaus möglich gewesen damals und haben sie da noch einen weiteren reingesteckt. Ich habe gerade mal die Batterie auf Spannung getestet. Da haben wir 3,06 Volt. 3 Volt müssen wir haben. Also lief das Ding wahrscheinlich fast immer am Strom. Oder weil hier keine Marke drauf steht, könnte die Batterie auch von Teddy oder sowas sein. Wurde später nachgekauft. Ja, wunderschön. Ist ein ziemlich nerviger, lauter, durchgehender Ton. Gibt aber auch bei Wikipedia eine Liste der BIOS-Pieptöne, damit man direkt weiß, was Sache ist. Aber jetzt wissen wir ja, okay, kann ja nur der Arbeitsspeicher sein. Die CPU hier drin, die wird vermutlich eine eigene Grafikeinheit haben. Und wir haben hier Anschlüsse, also ja, okay. Ich mache es jetzt wie immer, um später Probleme aus dem Weg zu gehen. Ich mache die RAM-Slots hier einmal sauber, damit es da vielleicht keine Kontaktprobleme gibt. Die Dinger mache ich sofort auch einmal sauber. Und damit da überhaupt kein Dreck drin bleibt, nehme ich hier dieses Akku-Luftgebläse. Gibt es immer mal wieder, auch bei Aldi, bei Lidl habe ich es gekauft, gibt es auch bei Real. Und gehe hier einmal durch. Wenn man den Arbeitsspeicher dann sauber gemacht hat, tut mir leid, den wollte ich nicht so kurios hinlegen. Dann können wir sehen, ja, da ist wohl ein bisschen Dreck drauf. Vielleicht hat er ja gerade ein Kontaktproblem verursacht. Und wenn der Arbeitsspeicher kaputt ist, kann entweder sein, dass das Mainboard rummeckert oder der ist in dem Maße defekt, dass der PC gar nicht hochfährt. Ich habe jetzt hier den ersten Slot verwendet, DIMM 1, zack, zapp. So, vielleicht geht er ja wieder von alleine an. Piep, piep. Das ist schon mal besser als nichts. Aha. i5-2500, 3,3 GHz. Aha, alles klar, okay. Scheint ja wohl zu funktionieren. Dann schalte ich das Ding einmal aus und baue den restlichen Arbeitsspeicher ein. Ich habe mir mal eben schnell die Mühe gemacht, das Ding so ein bisschen sauber zu machen, die Wärmeleitpaste zu erneuern und dabei habe ich dann festgestellt, dass zum einen der Sockel tadellos aussieht. Ich denke, die CPU wurde hier nie gewechselt, ist aber wahrscheinlich nicht der originale Kühler, weil die, glaube ich, bei Acer oder bei generell OEM-PCs ihre eigenen Kühler verwendet haben. Meine ich zumindest. Aber können wir in der Dokumentation nachschauen? Habe ich es doch gesagt, ein AVC-Kühler. Und dieser ist dort mit Schrauben versehen, wie wir sehen können. Und auf der Rückseite befindet sich dann eine Backplate, wie wir hier sehen können. Warum man nicht einfach die Intel-Dinger genommen hat, keine Ahnung. Oh, wäre das ein Original gewesen. Dann hätten wir da auch einen Aufkleber gehabt. Der war aber in meinem Fall nicht vorhanden. Zusätzlich habe ich herausgefunden, dass diese beiden 2 GB Riegel, die dabei waren, in diesem Board nicht funktionieren. Deswegen würde ich behaupten, dass sie defekt sind. Kann auch sein, dass das Board vielleicht 1333 MHz von genau dieser Marke nicht leiden mag. Es gibt ja für jedes Mainboard eine RAM-Support-Liste, wo dann gesagt wird, okay, genau der Arbeitsspeicher muss funktionieren. Und wenn dann anderer darauf getestet wurde, sagen die wahrscheinlich in Garantiefällen, ja, nee, sie haben ja nicht den genutzt, den der auf der Liste steht. Halte ich für vollkommen schwachsinnig, weil eigentlich jeder DDR2-RAM, DDR3-RAM ohne ECC bis 1600 MHz hier drauf funktionieren sollte. Aber wenn man es wirklich richtig machen will, dann schaut man da und wir sehen auch, da sind ein paar Kratzer drauf hier oben an der Stelle. Vielleicht liegt es daran, die sind kaputt. Die kommen, ja, langsam ist meine kaputte RAM-Sammlung voll hier. So, können wir uns nachher erschrecken, wenn hier was runterfällt.
Aber ja, the moment of truth, natürlich funktioniert das Ding. Und ich habe mal eben eine SSD dran geklemmt, damit Windows auch eben schnell hochfahren kann. Piep, sehr gut, sowas hört man gerne. Und dann können wir da auch eigentlich gleich Grafikkarten draufknallen. Müssen wir nur mal schauen. Hier sind ja SATA-Anschlüsse, ne? Und manche OEM-Hersteller machen das richtig doof, dass auch sich da ein SATA-Anschluss befinden kann. Und dann kann man manchmal keine Grafikkarte vernünftig verbauen oder man benötigt zwingend einen abgewickelten SATA-Anschluss. Also, ne? Hier ein Stecker an sich. Aber gut, ich würde sagen, ich lasse ihn mal eben schnell Treiber ziehen. So. Dauert ja nicht allzu lange. Updates macht er hoffentlich nicht. Und dann können wir gleich mit dem Valley Benchmark, wenn er sich für die diversen Karten hier Treiber gezogen hat, mal eben schnell testen, ob die Grafikkarten tatsächlich funktionieren. Es hat sich eine nicht so erfreuliche Kunde kundgetan. Der Arbeitsspeicher, der hier drauf war, der oder mit dem gab es zumindest gerade einen Bluescreen. Ich habe dann kurz, weil ich ja hier auf einen USB-Stick Memtest 68 habe, einmal kurz laufen lassen, aber wirklich nur kurz, weil ich gerne alles testen würde hier erstmal. Und da gab es dazu keinen Fehler. Ich weiß allerdings, dass einer von den Riegeln, den ich gerade verwendet habe, in irgendeinem anderen PC nicht verwendet hat. Und den habe ich einfach nur aus Neugier hier mal draufgepackt. Und hier hat er funktioniert. Es kann gut sein, dass der kaputt ist, aber das können wir dann ja später noch feststellen. Mit der HD-Grafik gibt es hier im Valley Benchmark übrigens 4 bis 5 FPS. Also eine wunderschöne Diashow, kann man durchaus sagen. Ja, und dann würde ich mal sagen, packen wir eine von diesen Grafikkarten mal drauf. Und einmal als kleine Anmerkung, um das Video nicht in die Länge zu ziehen, hier habe ich einmal die Testergebnisse der Grafikkarten aufgereiht. Ja, es gibt dazu vielleicht noch ein Bonusvideo, also ich habe das auch aufgenommen, wie ich die getestet habe, aber dann wären wir jetzt wieder bei einer halben Stunde gewesen oder was. Vielleicht lade ich das am Tag darauf noch hoch, das muss ich mir noch überlegen. Und dann ist mir noch eine Sache mal in den Kommentaren aufgefallen. Manche Leute meinen, ich wäre überhaupt nicht dankbar oder würde mich nur beschweren, wenn ich was zugeschickt bekomme. Aber dem ist ja gar nicht so. Nur weil ich jetzt sage, boah, ist das alt oder groß oder dreckig oder was weiß ich. Das ist keine Beschwerde, sondern eigentlich nur eine Feststellung mit der Intention, dass irgendjemand, der das sieht, sich dann denkt, okay, das ist alt oder groß oder zu klein für das, was ich vorhabe. Das kaufe ich mir auf jeden Fall nicht. So ist das eigentlich gemeint. Aber es ist ja immer so, manche Dinge werden von manchen Leuten immer anders interpretiert als andere. Also ist komplett normal. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ein für alle Mal. So, mal heute aus einem anderen Blickwinkel. Ich habe die Kamera jetzt mal hier hingestellt. Das ist jetzt bestimmt schon der 10. Versuch, das Video zu beenden, weil ich mich immer wieder verhaspel oder sowas. Aber an wichtigster Stelle, Dankeschön fürs Zuschicken auf jeden Fall. Wird sehr gebräuchlich sein. Und ich werde jetzt diesen Tag auch verwenden. Und langsam ist mal gut. Ich kann ja keine Stunde an der Endszene sitzen. Also kann ich schon, mache ich auch gelegentlich mal, aber jetzt habe ich irgendwann keine Lust mehr. Ich habe den Arbeitsspeicher aus dem 1155er Board nochmal einzeln getestet, weil er ja abgeschmiert ist. Und einzeln hat es tatsächlich geklappt, aber es gab einmal ein Problem in Memtest, wenn ich zwei zusammen getestet habe, aber auch nur einmal. Also habt ihr da solche Erfahrungen schon mal mit gehabt? Ich finde es ein bisschen komisch. Würde jetzt aber sagen, ja gut, ist ein 2 GB Riegel, kostet maximal einen 5er, wurde mir geschenkt, ist nicht allzu schlimm. Dieses Board hier, das habe ich ja nicht mehr großartig gezeigt, weil es einfach funktioniert hat. Als ich es bekommen habe und ausgepackt habe, war ja hier vom CPU-Stromanschluss der Pin ein wenig oder die Pins an sich ein bisschen verbogen. Weil das war alles wohl gut verpackt irgendwie, aber auch irgendwie nicht. Also in ziemlich viel Zeitung. Ne? Ich glaube, so manche Sachen sind da aneinander geschabt. Vor allem, weil er gesagt hatte, ja, alles sollte wohl funktionieren. Der Arbeitsspeicher hat wohl von Anfang an funktioniert, ist vielleicht auch durch den Versand kaputt gegangen. Ich weiß es nicht genau. Ich würde es einfach nur mal so grob behaupten, weil auch, habe ich ja gezeigt, da waren ein paar Kratzer am Arbeitsspeicher. Und normal, wenn das im PC so verbaut ist, kommen da keine Kratzer dran, behaupte ich. Aber der Arbeitsspeicher, der hier drauf war, weil ich schon gerade dabei gewesen bin mit meinem Test, der ist komplett tippitoppi in Ordnung. Ich empfehle auch nochmal in die Anleitung zu schauen, die ich am Anfang des Videos einmal gezeigt habe oder besser gesagt in der Mitte. Ich weiß es gar nicht mehr genau wo, weil da einfach alles komplett drin beschrieben drin steht, wie man einen PC auseinanderbaut. Vielleicht hat man ja sogar genau denselben PC oder irgendeinen ähnlichen Acer-PC. Das ist gar nicht schwierig. Ich meine, selbst ich bekomme das hin. Also, ne, ist ja klar. Ich hoffe jedenfalls, dass der eine oder andere von euch aus dem Video etwas mitnehmen konnte, so wissensmäßig. Ich werde am Ende, gibt es ja diese Endcard-Dinger da,
werde ich auch mal das Video verlinken. Hilfe, mein PC macht kein Bild, weil das einfach so laut meiner Erfahrung mindestens 2/3 aller PC-Probleme, wenn man mir eine Mail schreibt, behebt, weil dann tatsächlich der Arbeitsspeicher falsch drin saß oder das Mainboard dann wirklich kaputt ist. Gab es dann auch so Mails, hey Philipp, mein Mainboard ist kaputt, kannst du mir helfen? Habe ich geschrieben, ja, dann musst du dir ein neues besorgen, weil ich kann ja nicht jedem versuchen, ein BIOS neu drauf zu flashen. Habe ich auch schon im Community-Beitrag so geschrieben. Und das tut mir auch wirklich sehr leid, aber dann, ja, okay, danke für den Tipp. Na gut. Aber wenn man schon weiß, dass etwas kaputt ist, würde ich generell sagen, nicht mehr allzu viel Zeit drin investieren, weil es meistens dann wirklich kaputt ist. Nachdem man das Video angeschaut hat, was ich gerade eben empfohlen habe, natürlich. Ja, und dann bedanke ich mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich habe noch ein paar andere Teile zugeschickt bekommen, die liegen hinter mir, aber die werde ich in einem anderen Video preisgeben. Vielleicht hört man im Hintergrund, dass gerade ein paar Lüfter laufen. Da habe ich eine kuriose Idee gehabt. Ich hoffe, das Video kommt einigermaßen gut an. Man sollte gespannt sein. Und dann, wenn sonst Fragen sind, lasst es mich wissen. Und dann sehen wir uns zu einem der nächsten Videos wieder. Und bis dahin, ciao, ciao. Ich wollte gerade Tschüssikowski sagen, aber mich dann doch umentschieden. Was ist denn?